Reinhard Bär und Martin Eger haben alle Hände voll zu tun. Die beiden Geschäftsführer der Lausitzer Wassergesellschaft und Co. KG nehmen stellvertretend auch für ihre Mitarbeiter die Glückwünsche entgegen. Bei der LWG wird heute 25-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Mir geht vor allen Dingen durch den Kopf der Anfang der LWG. Der war schwierig, unbestimmt, mit der Zergliederung damals der alten Betriebe und des ganzen Umstiegs. Viele Strukturänderungen, Änderungen in der ganzen Belegschaft, Arbeitsaufgaben geändert, Dienstsitz geändert. Das sind die Dinge, die einem sozusagen von daher in Erinnerung geblieben sind. Diese Verbindung zwischen Tradition und Moderne, wir haben vorhin im Wasserturm gefeiert, der ja schon 121 Jahre da ist, und wir haben 25 Jahre LWG gefeiert. Und das zusammen, denke ich, ist eine gute Mischung. Und wir sind hier die Wiege der zentralen Wasserversorgung der Lausitz und einfach, wir sind auch Spitze in dem Bereich. Die LWG wurde 1993 gegründet und ist eines der größten und renommiertesten wasserwirtschaftlichen Unternehmen in Brandenburg. Rund 130.000 Menschen werden in Cottbus und im Umland mit Trinkwasser versorgt. Zu den größten Bauvorhaben zählen das Pilotprojekt zur Biogasanlage auf dem Klärwerk am Spreewehr, der Umzug ins neue Firmengebäude in der Berliner Straße oder der Mischwasserkanal auf dem Stadtteilvorplatz und Postparkplatz. Und was mir natürlich ansonsten in Erinnerung bleibt, ist der wunderbare Weg, den wir diese 25 Jahre gegangen sind. Wir haben die Trinkwasserversorgung gesichert über all die Jahre. Wir haben seit 2006, glaube ich, in etwa gleichbleibende Trinkwasserpreise. Wer kann das schon vorweisen, über so viele Jahre das hinzubekommen? Da bin ich auch stolz auf die Belegschaft, dass die mit viel Enthusiasmus, mit vielen Vorschlägen dazu beigetragen haben. Die LWG ist außerdem seit Jahren auch bei anderen Firmen als Ausbildungsbetrieb beliebt. Viele Lehrlinge schließen mit Bestwerten ab und regelmäßig kommt der bundesbeste Auszubildende im Beruf Anlagenmechaniker aus der Lehrwerkstatt der LWG. Die IHK würdigt das mit dem Siegel Exzellente Ausbildungsqualität. Auch in den nächsten Jahren soll noch viel passieren. Technisch geht es mit Innovationen weiter, mehr die Digitalisierung in dem Bereich noch weiter voran, vielleicht in Richtung Drohneneinsatz. Und die gesellschaftsrechtliche Thema ist für uns wichtig, dass ich sehe, dass wir als LWG, als große kommunale und private Familie, auch weitere Partner in und um Cottbus gewinnen, für die wir auch gleichzeitig Dienstleister werden. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sehe ich da Riesenchancen. Gerade hat sich ja das Amt Lieberose Oberspreewald auch für uns als LWG im Abwasser entschieden. Seit 1.1. machen wir das mit diesen Jahres. Und ich denke, da werden wir auch noch uns weiterentwickeln. Die LWG unterstützt außerdem regionale Projekte. Martin Eger und Reinhard Bär wollten deshalb heute keine großen Geschenke. Dafür Geld. Dieses wollen sie an das Wanted McDonald-Haus spenden. Gefeiert wurde aber trotzdem und ausnahmsweise wurde man nicht mit Wasser angestoßen.